Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu der Welt in Korinnes, beziehungsweise kurz vor den Toren der Stadt Korinnes, die wir ja Dandolo und meiner Person versuchen jetzt von den Orks zu befreien. Hier vorne haben wir ja schon mal ein paar Orks getötet, beziehungsweise die liegen jetzt auch nicht mehr am Boden. Dann schauen wir mal, wie wir das Ganze vorsichtigst befreien können, weil da oben sind bestimmt noch welche. Vielleicht sollte ich da als erstes hingehen. Aber wenn wir das so viele haben und die dann da alle auf uns niedermetzeln. Gott, sind die hier alle ausgeflogen oder was? Ach, da hinten ist einer. Oh gut, okay. Aha, speichere ich mal. Doch, als erstes gucken wir mal hier in dieses Räumchen von Zuris rein. Oh Gott, da liegt wieder einer. Stopp. Orksöldner. Was, wie, was, wo, was? Achso, du warst das. Das heißt also, wir werden mal kurz gucken. Da hinten liegt ein Orksöldner. Am Schlafen, ja. Bevor der seine Waffe ziehen kann. Dann machen wir auch gleichzeitig mal hier... kann ich jetzt den Ork-Söldner hier am looten. Der ist jetzt... Los? Wo geht's denn hier ab? Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Ich höre nichts. Wo bist du? Da war doch was hier. Spooky ist das. Spooky, 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 Leute. Okay. Ach, weißt du was? Wir werden mal hier looten. Ist doch wahrscheinlich nichts Besonderes hier. Okay, sonst kommt nichts mehr. Der Rest ist ein Decoration Flavor. So, und wer bist du? Du bist auch ein Ork-Söldner. Schon im Eimer. Ach ja. Du bist auch ein Ork-Söldner. Da gibt's noch was. Okay. Käse. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier... Die Truhe, die müssen wir öffnen. Moment. Okay. So, wie haben wir geschafft? Oh, da hat er doch mal was in der Truhe hier, der Zuris. Ja, nichts Besonderes außer ein paar Sprüche, ne? Und ein bisschen was an Gold. Ja, ist sonst noch was? Sonst ist nichts. Schauen wir mal weiter. Und da hinten ist ein Orki. Und dann schleichen wir mal hier vorsichtig ums Eck her, Dandolo. Schauen wir mal, was wir hier haben. Und da hinten, ganz da hinten, ist auch einer. Aber der scheint mir näher dran zu sein. Ich mach dich fertig, Mora. Oh, da hinten war einer. Hier hinterm Wall. Da unten. Okay. Oh, 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 oh. Da bewegt sich noch was. Okay. Oh, oh. Oh, knapp. Ah, Moment, ich speichere mal. Jetzt habe ich ja nochmal neu geladen. Gucken, was dann happens. Stirb, Mora. Ich mach dich fertig, Mora. Wieso sind die alle so nah? Da zappelt einer. Ich mach dich fertig, Mora. Jetzt versucht er da unten runter. Hä? Ach, das sind gleich zwei Stück. Ja, dann machen wir das doch so, oder? Wieso treffe ich hier keinen? Wieso geht das nicht? Moment mal, nochmal anlegen. Jetzt, daran lag das. Los, bleibt mal schön zappeln hier. Okay, das war aber knapp, liebe Leute. Herrlich. So, 48 Bolzen gebratenes Fleisch. Der Orkspeer auch noch. Alles hier erstmal im guten Bereich. Und jetzt mal speichern. Ja, dann geht's zu dem nächsten. Also immer Stück für Schritt. Stück für Stück, Schritt für Schritt. Da hinten zum Beispiel sind zwei, drei insgesamt. Mal gucken, sind die verschaltet? Ich mich erstmal hier in diese Ecke begeben. Gucken. Oh, da treffe ich ausgerechnet den Laternenmasten. Und das dürfte es werden. Ja. Na, wunderbar, perfekt. Den haben wir auch gekillt. Aus der Distanz. Tja,
Wenn das die ganze Zeit so weitergeht, was ich nicht glaube, wird's wohl... Ich mach dich fertig, Mora. Okay. Ist wieder einer, der Nahkämpfer ist. Und versucht hier hochzukommen. Aber das schafft er nicht. So. Und irgendwann kann ich mir auch vorstellen, dass hier eine ganze Gruppe verschaltet sein wird. Und außerdem aufpassen, ob nicht hier irgendwo auch in den Gebäuden irgendwelche rumhängen. Okay, schauen wir mal. Gibt es noch eine Orksche Armbrust zu lesen? Ja, ja. Auf leisen Sohlen, bitte sehr. Ich mach dich fertig, Mann. Oh, das ist auch ein Armbrustschütze. Okay, ich lasse den mal auf defensiv. Den Herrn Dandolo. Okay, ein bisschen habe ich einstecken müssen, aber Risiko ist ja das halbe Leben, liebe Freunde. Okay, und da haben wir nochmal Schreinje. Oksche Armbrust. Oh, Krieger. Ja, so langsam wird's besser. Gucke ich erstmal, wie viel Kohle ich habe. 196, das ist gut, dann gehe ich jetzt mal beten. Ach nee, Quatsch, das ist ja dieses falsche Teil. Die Orks haben das ja hingestellt. Nein. Oh, jetzt muss ich wieder, jetzt bin ich gefangen. Ich muss warten, bis ich wieder raus bin hier. Dauert nämlich ein bisschen, kann... Ja, nee. Tja, da musste ich den Task beenden, weil ich kam aus dieser Animation nicht mehr heraus. Musste nochmal neu starten und nochmal hier diesen Ork da hinten erledigen. Das war nämlich der letzte Stand, aber nur so zur Information. Es ist mir schon oft passiert, dass ich hier bei diesen Adanor-Schreien, nee, bei diesen Belia-Schreien immer hängen bleibe. Und das ist dann die Animation und dieses Gewabbel, das bleibt einfach immer dabei. So, jetzt hat es irgendwo der Herr... Oh! Der Dandolo hat was erkannt. Und ich habe noch nicht mehr so viel... Sag mal! Da hinten der Typi. Vielleicht versuche ich das doch mal so. Ah, das ist nicht gut. Ah. Ja, da sollte ich mal was trinken. Aha, machen wir gleich mal hier. Vollständige Regeneration. Und vielleicht habe ich ja dann gleich beim nächsten Treffer irgendwie die Chance, dass er... Na! Nee, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gehen wir mal hier hin, hinter dem Baum. Und hier in der Umgebung noch was. Ach, er kommt jetzt sogar hier. Oh! Okay, dann Dolo, mach was! Oh, hat er gemacht. Super. Danke, Dandolo. Okay. Sehr schön. Dann haben wir die Ecke auch schon mal geklärt. Da hinten ist noch einer. So, mal zur Orientierung mal die Zeit angucken. Es ist 7.48 Uhr. Also kurz vorm PM oder? Nee, nee. Natürlich in der Früh. Weil ich wundere mich hier, dass hier keine Leute mehr sind. So, okay. Nehmen wir uns mal hier mal ein bisschen Deckung. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Lass mal hier gucken, ob hier wer ist. Nein, da ist keiner, aber guck mal. Kann man durch die Tür... Nee, das ist so weit weg. Das ist so riskant. Da werden die Beile garantiert hängen bleiben. Oh, da ist einer im Tor. Nicht nur einer, noch sogar zwei. Okay, der ist hin. Oh, da kommt... Oh, da kommt Grimlock. Oh, da kommen noch mehr Roten. Schamane kommt da auch noch. Haha, übel, übel, übel. Jetzt gucken wir, was hier eigentlich los ist. Wer ist er denn? Sordian. Mann, ich werde von überall angegriffen. Das gibt's doch nicht. Mein Gott, hier muss man aufpassen. Dandolo, die Orks werden feindlich. Komm her. Wir brauchen Deckung. Ach, hier sind auch noch welche. Ich komme gar nicht zum Abspeichern hier. Dandolo, was wollen wir machen hier? Okay, ich bin nicht so verletzt. Ich speichere doch mal ab.
Mann. Mein Gott, liebe Freunde, was ist denn jetzt auf einmal passiert? Ich habe mir da schon gedacht, auf einmal sind sie alle feindlich, beziehungsweise logisch, muss ja so werden, desto mehr Orks ich töte. Aber warum jetzt plötzlich da hier der Zordian auftauchte? Ich habe keine Ahnung, ist der jetzt, habe ich den jetzt vernichtet oder was? Was ein Durcheinander, aber es sind noch welche da. Es sind noch welche da, es ist noch Suppe da, nein. Alistair? Moment, erstmal werden wir hier... Ich glaube, wir können hier was looten, richtig, okay. Und dann bei dem Schamanen auch. Der Adept auch. Einen roten Hut oder pinken Hut. Zordian. Zauberrohes Fleisch, orgischer Talisman. Münze. Was ist denn das eben gewesen? Den habe ich schon. Den habe ich auch schon. Huck de Mort? Was? Huck de Mortimer? Was ist hier los? Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Habe ich dich schon? Ja, siehst du? Was waren die hinter der Mauer? Das ist vielleicht ein Kram gewesen. Ja, was sind denn diese Fischgestalten hier? Die fünf Musketiere oder was? Also ich glaube, Finley. Hey! Okay, die, um die kümmere ich mich später. Alistair. Duncan. Na, hier haben wir noch was. Alter, Holzschild. Und hier kann man noch was looten. Also Leute, nee. Boah, dramatisch, dramatisch. Ich habe keine Ahnung, was das eben war. Oh, hier liegt noch eine Waffe. Wieso? Ja, okay. Och, wer ist das denn? Das ist Cass? War das einer von den Söldnern? Mal gucken. Ja, das ist eine Söldnerklamotte. Okay, haben wir hier was drin? Oh, 32. Gut, sehr schön. Ja, da brauche ich nicht so in die... in meine stimmliche Höhe zu gehen, nur weil ich 32 Gold gefunden habe. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schwupps, da ist mein Dandolo wieder. Wie geht's der? Hm, na gut, okay. Hab eben abgespeichert, deswegen. Jetzt muss ich mal gucken, wer ist denn Jude Mortimer? Ja, wie schon gesagt, bei diesen lustigen Behüteten. Behütet. Ja, die sind da. Für mich sind sie behütet. Also, es sind, wow. Echter Seemannsgor, Kellebade. Okay. Halt eben... Leute aus gut gehütetem Hause. Deswegen leitet sich das auch ab. Man hat ja Hüte getragen, um vornehm zu wirken. Ich weiß jetzt nicht, wie ich weitergehen soll, liebe Leute. Harr, nochmal speichern. Okay, ist das Haus jetzt hier, die Umgebung gut abgesichert? Da hinten ist auch noch ein kaputter Ork. Da habe ich Füße gesehen, beziehungsweise hier. Tatsache. Okay. Haben die für mich kaputt gemacht? Sind die mir zu Hilfe geeilt? Ah, da oben. Aha. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Hafenviertel, es gibt bestimmt auch noch welche. Ja, okay. Müssen wir strategisch vorgehen. Ich werde nochmal speichern. Okay, bevor ich weiterkämpfe, muss ich sicherheitshalber mal noch ein paar Dinge machen. Und zwar den Giftpfeil einladen. Und sicherheitshalber nochmal meinen Ring wieder aus- und abnehmen. Das ist ja nicht so... Oh, du doch nicht. So, jetzt aber. Okay, Myrtana Ork Elite. Schauen wir mal, der wird bestimmt... Ah, Mist. Ich weiß natürlich nicht, was hier in der Ecke ist. Treffe ich den überhaupt? Oh, okay. Na, ich glaube, das überlebt er bis hierhin nicht. Genau. Haben wir geschafft. So, liebe Freunde, jetzt müsst ihr mir mal eines erklären. Ja, in einer Folge voraus oder zwei, da habe ich ja schon den Eingang gereinigt, aber da waren die von vornherein, die Orks, schon feindlich. Und gerade hier in diesem Kampf hieß es, Orks werden feindlich. Warum haben die denn schon vorher drauf geknüppelt? Verstehe ich nicht.
Verstehe ich einfach nicht. Zodele. Schlafender Geldsack. Naja, hier geht es natürlich wieder runter zu den Sewers, also zur Kanalisation. Okay, hier ist ja alles durch. Also hier an der Stelle zu Anfang, wo wir da waren. Da waren die ja gleich schon sofort aggro. Ja, okay. Dann Dolo, wir positionieren uns mal hier. Schauen, ob es hier noch was gibt. Hier irgendwie jemand... Ich mach dich fertig, genau, Flora. Richtig. Ach. Oh yeah, wieder eine Stufe gestiegen. So mag ich das. Okay, aber ich habe mir wieder was eingefangen. So was doof ist jetzt aber auch. Ja. So, schauen wir. Ja, ich bin noch im Rennmodus. Das ist gut. Sicher ist sicher. So, haben wir jemanden hier noch? Gehen wir mal hier hin. Okay, wer schmiedet denn da rum? Höchstens. Da ist eine Ork-Elite. Ach ja, richtig. Die konnten wir ja Richtung Leuchtturm sehen. Na. Ich mach dich fertig. Ja, versuch's doch. Da oben auch noch einen. Der da Wache hält. Nee. Oh, dann Dolo. Ah, verdammt. Ach, da bist du ja. Los, komm, wir müssen den gleichen Weg nochmal gehen, nur wegen dir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, falsch, zu früh abgebogen. Ach ja, Junge, du sollst mal mehr Joggingunterricht nehmen. So, okay. Nee, dann machen wir es so, dann gehen wir erstmal hier rum. Schauen wir mal, wie es hier gibt. Hier noch einer ist. Da. Ich mach dich ja, sogar zwei. Wunderbar. Okay. Wir sind auch kaputt, Nick. So muss das sein, so muss das laufen. Jetzt beruhigt sich wieder. Das Ganze ein bisschen. Wahrscheinlich war das da hinten nur ein Knotenpunkt, wo wirklich alle gespawnt worden sind. Stopp! Aha, okay. Okay. Alle gespawnt worden sind da bei der heiligen, bei dieser heiligen Kuppel. Nein, bitte, andere Waffe. Wer bist du? Ein Ork-Söldner. Na komm. Haben die den Bogen? Ah ja. Nee, haben sie nicht. Okay. Auch im Eimer. Weiter gucken. Ja, du bleibst natürlich auch wieder hier in Schockstarre. Wie es aussieht, ist hier niemand mehr. Okay, noch eine grobe Schwert. Ist auch niemand mehr. Ach, die Vögel zwitschern noch so schön. Herrlich. So, gehen wir mal wieder hier hoch. Dandolo. Danke. Ach, da ist noch einer. Ah, den habe ich ja schon. Nee, die Crashrock habe ich noch nicht. Okay. Wollen wir uns jetzt ins Hafenviertel aufmachen? Entweder den konventionellen Weg, den ich vorschlagen würde. Der ist ein bisschen übersichtlicher, als hier von dieser Seite heranzugehen. Wow. Ach so, der Schmied da unten. Der ist ja... Okay, erstmal gucken. Gut. Das
uns mal durch den Durchgang. So. War nicht hier ein... Hier war doch ein Schamane. Wo ist der hin? Ach, den muss ich ja wahrscheinlich noch befreien. Okay, Dandolo, bitte kommen Sie her. Bedankt. Stopp, da ist wieder... Oh. Shit. Dandolo? Du bist wieder ein Schockstarre, ich weiß das. Okay, rennen wir erstmal auf ihn hier. Mensch, Dandolo, du kannst auch mal ein bisschen was machen. Ja, ich glaube, ich muss den wieder umprogrammieren, den Dandolo. Mann! Okay. Übelst aus für mich. Okay, doch nicht. Puh, erstmal was trinken. Ja. Okay. Also ich bin da echt jetzt geplättet, dass das hier richtig schön abgeht. So, B. So, haben wir die nicht auch schon? Nee, haben wir noch nicht. Sehr schön. Rambak, ja, den hatte ich ja schon. Und den hier noch nicht. Okay. Ja. Hätten wir das hier auch so? Also ich bin, es ist echt eine Aufgabe. Das ist, Leute, das ist echt wirklich eine Aufgabe. Okay, ist denn hier noch wer? Nein. Okidoki, Dandolo, komm. Wir müssen uns mal hier ums Hafenviertel kümmern. Oh! Stelle ich mich auch noch direkt ins Schussfeld. Dandolo? Genau, richtig. Oh. Wen haben wir denn da gehabt? Amy Evans. Oh, ist okay. Dann noch ein momentaner Ohrkrieger. Und da hinten steht wieder einer Spalier. Speichern. Gut, Kampf in Korinnes. Gucken wir doch erstmal, ob wir richtig unsere... Nein! Ende. Dich wollte ich gar nicht haben. So, jetzt aber. Giftpfeil. Ob ich denn... Hier, da ist noch einer. Da steht noch einer davor. Okay, dann versuchen wir den mal ein bisschen auf die Pelle zu rücken. Yep, das klappt. Du nervst mich immer mit deinem Schwert. Da denke ich, irgendwie ein Feind wäre hinter mir. Okay, gehen wir hier hin. Ach nee, der hat einen Popo zu uns. Siehst du? So. Renn mal richtig schön doof rein. Oh, da gibt es wieder einen. Da gibt es Kampf. Lass mal gucken, was wir hier haben. Und die Ecke. Was haben wir hier? Ah. Mann! Geh hin! Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, was da im Kampf passiert. So, wieso kriege ich den jetzt nicht gelootet? Doch. Ah, halb in der Wand drin, das ist da. Nein! So, jetzt. Okay. Okay, dann gucken wir mal wieder raus. Auch Söldner looten.
Hier, da wo es so flammelt. Was ist da bloß los? Ha. Was siehst du? Was siehst du? Ach, da! Na, klasse. So, wo war... Ach, da oben auf dem Dach auch noch einer. Oh, oh, das wird wieder knapp. Wo ist dein Dolo hin? Ach du liebes bisschen. Scheiße. Trompeck. Okay, der ist hin. Weiß natürlich jetzt nicht, wo... Oh, da. So ein dämlicher... Ein Orkspeer. Ein bisschen Deckung nehmen. Oh, da ist ganz links auch noch einer. Ah. Oh Leute, da sind ja ganz viele da. Dandolo. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Sonst hat er immer Aktionen gehabt. Wenn ich angegriffen worden bin bei Defensiv. Wo ist denn jetzt hier die Logik? Bin ich noch im Rennmodus? Ja, bin ich noch. Okay. Oh Mann, bist du ein Heinz. Okay, auch das haben wir geschafft. Da hinten ist auch noch einer. Dandolo kommt. Oh, lassen wir da alleine rumspringen da. Bevor ich hier vergesse, die Leute zu looten hier. War hier noch wer? Ich weiß zwar nicht, was er vorhat, aber wir empfehlen looten. Ah, siehst du? Jetzt hat Dandolo auch was gemacht. Ah, toll. Trompeck ist jetzt auch weg. Wow. So, gucken wir noch mal. Hier in der Ecke noch irgendwer. Nee, okay. Ja, liebe Leute. Lassen wir die erstmal hier so liegen. Moment, da liegt noch einer. Nee, das waren Säcke. Ja, bis hierhin für diese Folge. Wirklich anstrengend, jedenfalls für mich. Und schreibt bitte Kommentare, gebt einen Daumen und stimmt ab auf den Diskussionstab. Ich bedanke mich. Tschüss.